Ich bestelle mir einige Kompakthefte im Internet. In der September-Ausgabe ist der sogenannte heiße Herbst Titelthema. Ein Winter mit Kälte und Armut droht. Das Volk soll frieren und bluten für den Krieg gegen Russland. Doch die Menschen werden sich wehren. Also, wenn ich sowas lese, wird mir umso klarer, dass diese Magazine alles andere als harmlos sind. Der Verfassungsschutz listet es als gesichert rechtsextrem. Auf der Website gibt es Hetze gegen Andersdenkende. Ich finde eine Veranstaltung, die das Magazin mitorganisiert. Politisches Oktoberfest auf Rittergut Möbeditz mit dem Motto Aufbruch in den heißen Herbst mit Speis und Trank und politischem Klartext. Okay, also ein Vernetzungstreffen des inneren Zirkels der rechtsextremen Szene. Schon im August gab es auf dem Rittergut des ehemaligen AfD-Politikers André Poggenburg ein Fest. Internetvideos zeigen Hetzreden und ein Lied, das seit Jahren von Rechtsradikalen gesungen wird. Auf dem Vernetzungstreffen sind Journalisten wie ich tabu. Mein Name und Gesicht sind in der Szene zu bekannt. Ich melde mich mit einem Fake-Namen an. Ich reise nach Leipzig, treffe dort meinen Kollegen Henrik. Zuerst müssen wir uns komplett verwandeln. Eine Maskenbildnerin hilft uns dabei. Aber das heißt, Tatjana, der Plan ist, die Augen zu verändern, die Lippen kleiner zu machen. Das sind so die wesentlichen Veränderungen. Ja. Eine Narbe an der Wange mit Fäden schmal gezogene Augen und eine Perücke. Unsere Typveränderung ist drastisch, auch bei Henrik. Okay, das heißt, Make-up passt, jetzt brauchen wir noch ein neues Outfit. Genau. Szenetypische Kleidung für eine neue Identität. Siehst du noch eine Sophia? Nee. Ich sehe auch keinen Henrik mehr. Ab sofort sind wir Anna und Dennis aus Leipzig. Wir fahren nach Stößen, eine Kleinstadt rund 60 Kilometer von Leipzig entfernt. Was ist deiner Meinung nach der Worst Case? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Zum einen natürlich, dass sie uns enttarnen. Ja, im Worst Case kommt Jürgen Elsass auf uns zu und sagt, guten Tag, Frau Meier, guten Tag, Herr Merkel. Glaubst du denn, dass es dort Klientel gibt, das uns auch wirklich gefährlich werden könnte? Ja, die Leute aus der organisierten Neonazi-Szene, die vor uns sind, kann ich mir gut vorstellen, dass da Leute aggressiv werden. Ich habe Security bestellt, zwei Kollegen. Die sind jetzt schon da und warten auch die ganze Zeit vor Ort für den Fall der Fälle. Ich will wissen, wie die Situation am Veranstaltungsort ist und kontaktiere unseren Personenschützer. Sophia. Hallo Mike. Jo, also ich hab dir schon mal ein Video rübergeschickt. Es sind ungefähr jetzt so 30 Personen vor Ort. Ungefähr so 15 bis 20 Fahrzeuge. Okay. Scheiße, ich muss mich abducken. Hallo? Mike muss das Gespräch beenden, um nicht entdeckt zu werden. Es sind nur noch wenige Meter und wir sind da. Und ab jetzt müssen wir auch dringend das Handy auslassen, damit wir nicht auffällig sind und werden ab jetzt mit den versteckten Kameras weiterfilmen. Wir kommen an, Gut Nöbeditz. Hier findet das Oktoberfest statt. Unsere Security-Leute filmen unsere Ankunft heimlich von ihrem Beobachtungsposten. Braucht er einen Namen, oder? Die nächsten Sekunden sind entscheidend. Der Einlass. Sagt uns mal euren Namen. Anna und Dennis. Weiter? Anna Stein? Ja. Anna. Ja, Name ist Russisch. Warten auch überwiesen. Ihr kriegt noch Menschen. Ach, gut. Wir haben es geschafft. Angekommen im inneren Zirkel der rechtsextremen Szene. Können wir schon reingehen, meinst du, oder sind noch zu wenig Leute dort? Kann schon reinsetzen. Ja, lass uns mal zu dem Stand gehen. Dort entdecken wir den ersten einschlägig bekannten Neonazi, Michael Brück. Er war jahrelanger Funktionär der Neonazi-Partei Die Rechte, jetzt Aktivist der Freien Sachsen. In unmittelbarer Nähe Wolfgang Schmiedl, der Wutredner aus Zwönitz. Auch er läuft direkt an mir vorbei, Jürgen Elsässer, Gründer des Magazins Kompakt. Und vor Ort Christian Klar, Neonazi. Er war Veranstalter der Demo in Gera. Dort habe ich alle vier zuletzt gesehen. Eins ist mir schnell klar, wir bewegen uns hier auf dünnem Eis. Und dann geht es los, das Oktoberfest der Rechtsextremisten startet mit Blasmusik und dem Einmarsch ins Festzelt. Schau mal, die Schilder sind auch wieder da. Lindner, Scholz und andere verkleidet als Sträflinge.
Mit den Schildern, die ich seit Jahren immer wieder sehe, und Flaggen rechtsextremer Gruppierungen wird der Beginn zelebriert. Ich spüre, dass wir auffallen. Dann der erste Redner. Ich filme mit meinem Handy. Diese wohlstandsverwahrloste grüne Sekte. Es ist Wolfgang Schmiedl aus Zwönitz. Die Grünen legen nun auch noch Tampons in Herrentoiletten aus. Wahrscheinlich, dass sich die Ampelsäbelspitzenvergeuder die kaputte Rosette verbinden können. Um mich herum viele bekannte Gesichter. Dann hetzt André Poggenburg, umstrittener Ex-AfD-Politiker, gegen die gesamte Regierung. Diesen massiven Volksverrat, den die dort oben begehen, den können wir nur begegnen mit massiven Volkszorn. Wir alle müssen zornig auf die Straße gehen. Die Teilnehmer sind wütend, das System muss weg. Henrik und ich wollen uns kurz besprechen, als sich plötzlich ein Mann zu uns stellt. Obwohl ich eigentlich in der Position bin, wo ich das hier gar nicht darf. Warum? Weil ich im Schuldienst bin. Ich muss ein bisschen aufpassen. Also keine Interviews, ich darf niemals irgendwas liken oder kommentieren. Wenn ich was like oder eine öffentliche Rede halte, bin ich weg. Je weniger Informationen du von dir preisgibst, desto besser. Aber glaubst du, es reicht, dass wir nur auf die Straße gehen? Wird das was ändern? Je mehr das tun, desto größer wird der Druck. Damals 1 Million Leute, 4. November 89, das war ein Teil, dass das System stürzte. Er ist vermutlich Lehrer, hat den Eid geschworen, dem Staat zu dienen. Gleichzeitig kämpft er für den Sturz des gesamten Systems. Das schockiert mich. Dieser Mann hetzt im Gespräch mit uns gegen Geflüchtete. Diese Aberbauer, diese ganzen Fremdkulturen, die lachen doch unter vorgehaltener Hand über uns. Den möchte ich gerne stumm biegen und sagen, ihr könnt bis dorthin lachen, wenn wir uns gerade stehen. Im Festzelt erreichen die Reden den Tiefpunkt. Frank Hausner von den rechtsextremen Patrioten Ostthüringen. Wir sehen ein Volk, welches durch einen aufgezwungenen Schuldkult wegen 12 Jahren seiner Geschichte jeglichen Nationalstolz verleugnet. Schuldkult, ein Begriff der Rechtsextremismus-Szene. Er verharmlost den Holocaust, die Ermordung von etwa 6 Millionen Juden durch Nationalsozialisten. Wir ziehen uns zurück. Was ich gerade extrem schockierend fand, war die Rede, diese Holocaust-Relativierungen. Also hier werden echt nochmal andere Worte gewählt, radikalere Worte im Vergleich zu den öffentlicheren Veranstaltungen. Wir entscheiden uns, die Veranstaltung zu verlassen. Ich glaube, es war richtig, jetzt zu gehen, weil man sein Glück auch nicht herausfordern darf. Also, wir wurden teilweise schon komisch beäugt von Leuten. Ja, definitiv. Sehr argwöhnisch. Ich bin erleichtert, dass wir nicht aufgeflogen sind, aber auch besorgt über das, was ich heute erlebt habe. Die Veranstaltung hat mir vor allem 2 Dinge gezeigt. Zum einen, wie strategisch rechte und rechtsextreme Akteure sich vernetzen und auch versuchen, die Menschen auf ihre Seite zu ziehen. Und zum anderen, das ist vielleicht viel wichtiger, wie gefährlich am Ende diese Menschen mit ihren Umsturzfantasien für unser Land und vor allem für unsere Demokratie sind. Ich will wissen, wie blickt der thüringische Verfassungsschutz auf solche Treffen? Es war ein Oktoberfest mit schöner Blasmusik, es gab Bier für alle. Ist das auch so ein bisschen eine Strategie, die harten Thesen in einem bürgerlichen Gewand zu verpacken? Wir erleben auch gerade im Moment, weil es ja darum geht, die bürgerliche Mitte noch mehr für sich zu gewinnen, dass eben klassische, klare rechtsextremistische Argumente und Schlagwörter in den Hintergrund treten, weil man sich sehr wohl im Klaren darüber ist, man will erstmal eine gemeinsame, angenehme, wohlige Stimmung erzeugen, um mit den harten Dingen dann um die Ecke zu kommen. Das ist eine ganz klare Marketingstrategie, die in vielen Bereichen leider aufgeht. Ich hatte den Eindruck, dass die Thesen auch noch mal härter waren. Ein Mann hat beispielsweise auf der Bühne vom sogenannten Schuldkult schwadroniert. Der Schuldkult ist keine neue Erfindung, sondern durchzieht quasi die Biografie des Rechtsextremismus und auch der neuen Rechten seit vielen Jahren. Dadurch, dass sie so offen auch ausgesprochen werden, wird ein Stück weit auch darauf spekuliert, durch diese Argumentation eben den Diskurs zu verschieben, Dinge sagbar zu machen, die ansonsten vor Jahren unaussprechbar gewesen wären.